Die Impfkampagne wird der Armee übertragen. Sprich, einem General namens Carsten Breuer. Das ist eine Aussage, die bei der Pressekonferenz gestern ja, mehr oder minder so in die Welt geblasen wurde. Ich finde es beachtlich. Ja. Die Bundesregierung hat ja entschieden, dass die Impfkampagne, wie sagt man so schön, weiter Fahrt aufnehmen will und soll. Ja, bis Weihnachten sollen bis zu 30 Millionen Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen möglich gemacht werden. Ja, und damit, dass man diesen Kreis derer, die man impfen möchte, erweitern kann und dass man da auch die Koordinierung und Zusammenarbeit und Steuerung hinbekommt, hat man einfach mal gesagt, das übertragen wir jetzt der Armee und insbesondere diesem General. Naja, das ist ein Zeichen. Ich lese das mit Besorgnis, ich höre das mit Besorgnis. Und das in Verbindung mit dem weiteren Reden und Beschließen, dass man über eine partielle Impfpflicht, also einrichtungsbezogene Impfpflicht, drüber nachdenkt, aber auch über eine allgemeine Impfpflicht. Für mich ist das ein schlechtes Zeichen. Man geht weg von der Freiwilligkeit, man geht weg von dem Vertrauen. Und man geht weiter den Weg über Zwang. Ich hoffe, dass man da kritisch drauf guckt, nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts von gestern, was ja auch die Bundesnotbremse und die dortigen Maßnahmen für zulässig erachtet hat, ist ein Zeichen gesetzt worden, was aus meiner Sicht sehr bedenklich ist. Also, ich kann hier nur appellieren an alle, die politische Verantwortung tragen, da ganz gründlich hinzugucken, wie weit wir wirklich an dieser Stelle in die Grundrechte der Bürger eingreifen. Artikel 12 Grundgesetz, ja, also das Recht, in der eigenen Persönlichkeit zu entscheiden, über meine Gesundheit zu entscheiden, die Würde, das ist unantastbar. Und das, was wir jetzt hier machen, entspricht nicht der Verhältnismäßigkeitsabwägung, weil wir einfach mal in Prozenten denken müssen. Ja, also klar, die Gefährdung durch den Virus ist das eine, die Überlastung des Gesundheitsapparats ist das andere. Auch da muss man ja sagen, dass es zu dieser Überlastung kommt, da trägt der Staat ja großen Anteil dran, indem er eben Betten abgebaut hat, indem er nicht dafür Sorge getragen hat, dass die Verantwortlichen und die dort tätigen Mitarbeiter vernünftig entlohnt werden, indem man das verkapitalisiert hat. Das ist eine ureigene Aufgabe des Staates gewesen, dafür da zu sein, dass die Bürger auch gesundheitlich versorgt werden können. Man hat das Ganze in die Wirtschaft gegeben, in der Wirtschaft wird Geld verdient, dann spart man an Personalkosten und so weiter und so fort. Ich weiß aus der eigenen Beratung, wie man mit Mitarbeitern im Gesundheitsbereich, in Krankenhäusern umgeht, aus meiner Sicht, und dieses Wort nehme ich sehr selten, ist das ein Skandal, was man da macht. Bezahlung ist nicht das Alleinige, was die Menschen glücklich macht. Da schmeißt man vielleicht Geld raus, aber Lebensqualität bleibt für die Leute nicht über. Und dann wundert man sich, wenn man leere Betten hat, aber nicht, weil man keine Kranken haben will oder soll oder meint, sondern weil man keine Menschen hat, die dann für die Menschen und die Patienten, die in den Betten liegen, dann da sein können. Hier muss ein Umdenken ansetzen an einer ganz anderen Stelle. Bevor ich jetzt zwanghaft die Leute hier impfe, muss ich mal drüber nachdenken, ob ich in unserem Gesundheitssystem was verändere. Bitte hingucken, drüber reden, diskutieren. Ich meine, die Impfpflicht ist noch nicht da, aber wer da jetzt einfach wegschaut, der wird in 6 Monaten oder in einem Jahr, wenn wir Auseinandersetzungen, Konfrontationen in der Bevölkerung haben, wenn wir eine Spaltung in der Gesellschaft haben, der wird dann nicht sagen können, ich habe es nicht gewusst. Ja? Der hat seine Stimme erheben können. Und deswegen mein Appell, nehmt jeden mit, diskutiert mit jedem darüber und gebt eure Stimme in die Welt, um gegen diesen Zwang vorzugehen. Und es ist mir auch völlig egal, wenn manche sagen, ihr Anwälte, ihr müsst doch da ein bisschen, ihr seid Organ der Rechtspflege, ja, ihr dürft euch doch noch nicht so persönlich engagieren. Doch, ich bin der Meinung, wir Anwälte müssen das in der Tat. Ich mache sonst neutrale rechtliche Wertungen auf meinem Podcast, einfach Recht und auch hier auf dem Kanal. Aber an der Stelle muss ich jetzt mal sagen, bitte gründlich hingucken. Ja, ich wünsche euch alles Gute. Mein Name ist Sandro Wulff, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht. Wenn ihr mehr lesen wollt, könnt ihr gerne auf meinem Podcast einfach Recht reinhören oder eben hier auf diesem Kanal abonniert ihn oder in unserem Blog www.kanzlei-wulff.de. Bis dahin, bleibt gesund, alles Gute, ciao, ciao.